All right. We're going. Nicht ganz. Okay. Hurry, let's go. Hurry, let's go. We're going. Shoot your arrows. Gucken wir erstmal, wo der Weg uns hinführt. We'll stick 'em. We're going. Just think, it's already done. All right. Hurry, let's go. Du bist echt toll, mein Kampfmagier. Naja. Hurry, let's go. We're going. Shit. We're going. Okay, wir müssen nochmal an dem Turm vorbei. Weil das da war auf jeden Fall der falsche Weg. Da gibt es nur den Port hier als nächstes. Der bringt uns entweder dorthin oder nochmal ganz woanders hin. Der könnte uns hier unten irgendwo hinbringen. Habe ich so auch die krasse Vermutung. Was macht ihr da oben? Hurry, let's go. Zu große Armeen haben ist auch nicht gut, wie man merkt. Yes, sir. Hurry, let's go. Just think, it's already done. Just think, it's already done. Just think, it's already done. We're going. So, sind alle durchgekommen? Yep. We're going. All right. All right. Hurry, let's go. No one will escape. We are under attack. Demons are attacking the elves. Dämonen greifen die Elfen. We're coming to your rescue, friends. Wir kommen zur Rettung, Freunde. Auf einmal sind wir Freunde. Okay. We are under attack. No one will escape. It's you again. I helped you once, and I regret it now. You've brought me nothing but grief. The elven folk are slaughtered, and our towns lie in ruins. I grieve with you. I never expected the portal to consume so many lands. I'll do whatever it takes to redeem myself in your eyes. Nothing holds me here anymore. I'm coming with you. It's good to know that we are friends again. Yeah, jetzt haben wir noch größere Armee. I know this place. It's important not to make a sound. Just think, it's already done. Machen wir mal einen Quick Save hier an dieser Stelle. Hurry, let's go. Oh, Magma Dämon. Oh, und so sogar hat die nächste Stufe erreicht. All right.
And? Hurry, let's go! Abe! Oh, da ist auch noch ein... Nest von den Viechern. No one will escape. All right. Feuerballschriftrolle. We're going. All right. Und ja, der rote Nebel nervt mich langsam. Ach, hier ist noch so ein Turm. All right. We'll stick 'em. Hurry, let's go. Zudem müssen wir aber zum Glück nicht, hoffe ich mal. Ich sehe nämlich jedenfalls hier außerhalb keine Portale mehr, nur noch das hier. Shoot your arrows. My troops are under attack. Hurry, let's go. Okay, langsam habe ich keine Ahnung mehr, wo wir hier sind. Ah, hier ist noch ein Strong Chaos Nest leer. Nur, dass wir immer noch da drüben hin müssen. We're going. No one will escape. So, jetzt kann ich mein letztes Level abmachen. We're going. No one will escape. We are under attack. We'll stick 'em. My troops are under attack. Hurry, let's go. So, jetzt muss noch der weg. Hurry, let's go. Noch eine Feuerballschriftrolle und Gold. All right. Was uns hier nichts bringt. Hurry, let's go. Just think, it's already done. We're going. Und hey, wir haben es zum Chaosportal geschafft. Just think, it's already done. Just think, it's aber already ob done. Das Just think, Ende it's already ist done. Oder ob jetzt noch was Großes, Böses kommt, ist die gute Frage. All right. We've made it to the portal. Now what? We have to destroy the piece of crystal we used to open the portal. Have you come here to close the portal? Hurry! The fate of Denmore is in your hands. Farron, are you alive? Who do I see? Zoragon, the greatest liar I've ever met. Would you enter the portal carrying the piece of crystal to redeem yourself?
I'm so happy to hear your voice again, my love. Can you destroy the piece of crystal from your side of the portal? I wish I could. I'm trapped in here with no hope of return. It's all Zoragon's fault. He must close the portal, no matter what the cost. I refuse to risk my life for the sake of Denmar. Do you prefer to rot forever in the darkest cell of the Imperial prison? You leave me no choice. I hate this world. May chaos devour it. Jetzt müssen wir Zoragon töten. Hey! We are under attack. Zoragon is dead. I have to destroy the piece of the crystal. Wait! Once in chaos, you will never be able to return. Are you ready to leave everything behind? Everything that I hold dear is in chaos anyway. I'm coming to you, Farron. Yay, Sieg. Fortfahren. It's hard for me to write these words, but I have to admit that the battle marges failed to prevent the catastrophe. We enjoyed the peaceful life far too long to notice the dark omens that were all around us. It was time to count the casualties and draw conclusions. The Empire lost all its western provinces. The Orcs ceased their infighting and united to drive our forces from their lands. Our western stronghold, the Vognar Fortress, was razed to the ground. If it were not for the mysterious disappearance of their clan chief Berylus, the Orcs would have a mighty Kahanat to dictate their will to all races. The Elves had always been our good neighbors, but they declared war out of the blue, as if they had gone mad. Only madmen would try to destroy the crystal. The casualties we suffered defending the capital were countless, but we held the city against impossible odds. We paid a high price for our salvation. Dozens of magic towers lie in ruins, and the Guild no longer controls Danewall. Thank the crystal, the war is over. The senseless slaughter that brought our world to the verge of chaos taught us a grave lesson. The deep wound inflicted by the flames of chaos to the elven forests will take a long time to heal. The sight of the barren land is a reminder of what could be should the crystal be destroyed. There is still much to be done before we rebuild our towns and restore good relations with other races, but I believe that we've suffered enough to ever repeat the same mistake again. I hope the peace will reign over Danemore forever. Ja, die Black Citadel. Ja. Und das war, wie man so schön sagt, das. Ja, das war Battle Mages, Sign of Darkness. Die Vorgeschichte zu Battle Mages ohne Sign of Darkness. Also wir haben nach 4 verschiedenen Kampagnen die Welt im Chaos hinterlassen, nur um sie dann in der großen Kampagne vom Vorgänger zu retten. Was wir auch getan haben. Wir haben die Orks wieder zur Vernunft gebracht. Wir haben uns mit den Elfen wieder verbündet. Und wir haben den schwarzen Magier, also Zi, besiegt. All das kam danach. Was aus Farron und Alyssa geworden ist? Keine Ahnung.
Ja. Wie gesagt, das war Battle Mages Sign of Darkness. Ein eigentlich gutes Spiel, was mich nur während des Let's Plays teilweise fast zur Weißglut getrieben hat. Einfach weil es so komisch verbuggt war, an was ich mich nicht erinnern konnte. Man hat mir den Frust teilweise angemerkt, jetzt auch hier in der letzten Aufnahmesession, oder? Mit Einheiten, die einfach mal so an der Luft festhängen geblieben sind. Also einzelne Figuren. Und dadurch ist die ganze Einheit dann amok gelaufen. Man konnte sie nicht für nichts mehr gebrauchen irgendwie. Deswegen habe ich auch am Schluss jetzt dann die Dämonen aufgelöst. Und ja, das mit dem Laden, dass dann die ganzen Quests, das Questlog und auch das Tagebuch da, das andere Log, leer sind, war auch recht nervig. Vor allem in der vorletzten Ork-Mission, wo dann einfach mal die Quest, die Main-Quest in der Hauptstadt weg war, die wir gebraucht haben, um weitermachen zu können, und ich dadurch alles nochmal machen musste. Gut, so was Ähnliches hatten wir auch in Cs Kampagne in der zweiten Map. Aber da bin ich selber schuld, dass ich da das Menschendorf zerstört habe, bevor ich es überhaupt sollte. Aber wir haben es trotz allem geschafft. Auch wenn ich jetzt zugeben muss, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Davor weg ein Wort. Ich habe damals, als ich das erste Mal gespielt habe, nur bis zum Ork-Kahanat gespielt. Der große Krieg, also Kapitel 3, das letzte Kapitel, habe ich gar nicht mehr selber gespielt. Deswegen bin ich jetzt etwas enttäuscht, wie kurz noch die letzten beiden Missionen waren. Also, ich hätte das Ganze in einer Aufnahmesession machen können. Wahrscheinlich. Und es nicht in zwei aufteilen müssen. Aber ich habe gedacht, das dauert etwas länger. Ich meine, gerade der Kapitel 1, der Weg des Meisters mit Zi, war ziemlich lang. Weil man halt wirklich hier große Maps hatte. Auch wenn die ersten beiden wirklich die längsten waren. Mit den Orks und Menschen und dem ganzen Zeug. Und Rolls Festung und so. Die Bergfeste war auch relativ groß. Die Elfen gingen eigentlich auch, aber gerade Exodus, also die letzte Mission jetzt, war doch recht kurz, muss ich sagen. Auch wenn man halt auch nicht viel mehr einbauen konnte, so gesehen. Was halt ziemlich antiklimatisch war, war der Kampf gegen Sorogan am Schluss. Aber hey, wir haben Sorogan seiner gerechten Strafe zugefügt, wenigstens noch. Das war doch wenigstens etwas wert. Ja gut, soviel zum Schlusswort. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen, auch wenn ich an manchen Stellen ich hoffe, es klang nicht zu furchtbar, meine Verzweiflung. Es war eher Verzweiflung als Wut. Aber ich hoffe, dass ihr das trotzdem einigermaßen genossen habt, dieses Let's Play. Ich dachte, es wäre so was Schönes dazwischen geworfen. Also Battle Mages und Sign of Darkness so hintereinander. Deswegen ist auch alles in einer Playlist. Ja, gut. Wie gesagt, ich danke bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann sehen wir uns bei meinen nächsten Projekten. Ich habe jetzt gerade zum Schluss hin nur noch Battle Mages gemacht, einfach, dass ich es fertig kriege. Damit ich jetzt dann demnächst wieder zwei parallele Projekte starten werde. Also für die Leute, die es nachträglich gucken, ist das natürlich alles jetzt irrelevant, aber für die, die es regelmäßig verfolgen, es kommen jetzt dann wieder zwei neue Projekte, die parallel laufen. Nicht mehr eins,
Das versuche ich zu vermeiden. Ich überlege noch, was es wird. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und schaltet dann wieder ein, wenn es soweit ist. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen, wünsche euch ein fröhliches Hi-Ho und sage bis zum nächsten Mal.